Please, Please Me war der erste Hit, den Paul McCartney mit seinem berühmten Bass gespielt hat. 1969 wurde der bei Studioaufnahmen gestohlen. Seitdem spielt McCartney mit einem Nachfolgemodell. Dieser violinförmige Bass wurde 1955 vom fränkischen Gitarrenbauer Walter Höfner entworfen. Hubert K. baut ihn hier seit über 40 Jahren. Ja, das war 1978, habe ich angefangen bei der Firma Höfner. Und meine ersten Arbeitsgänge waren im Beatlebass Endfertigung. Und das war natürlich ein Traum für mich. Ne? Damals Hippie, lange Haare, das war super. Also war der Traumberuf. Es wird immer wieder spekuliert, was mit dem verschwundenen Bass von Paul McCartney passiert ist. Marketingchef Nick Voss will helfen, den Bass jetzt endlich wiederzufinden. McCartney erzählte ihm persönlich, warum genau dieser Bass für ihn so wichtig ist. Es war der Bass, mit dem er berühmt geworden ist. Deshalb ist er so wichtig. Sie waren unbekannt, als er ihn gekauft hat. Und als er sich den zweiten Bass gekauft hat, waren sie bereits weltberühmt. Und es war dieser Bass, mit dem er weltberühmt wurde. 1961 kaufte Paul McCartney den Bass in Hamburg und spielte mit ihm alle Hits der Anfangsjahre. Wie erkennt man nun den verschwundenen Beatles-Bass? Da zeigt uns Nick Voss einen entscheidenden Unterschied. Es ist ein besonderer Bass. Es hat zwei Tonabnehmer hier. Einmal hier, zweimal da, nicht hier. Jetzt wartet Nick Voss auf eine heiße Spur. Informationen direkt an die Firma Höfner. We promise that wir versprechen, dass wir weder die Behörden noch die Polizei verständigen werden. Dein Name bleibt anonym, wir machen keinen Ärger, wenn du uns sagst, wo der Bass ist oder wenn du ihn zurückbringst, damit wir ihn Paul McCartney zurückgeben können. Wir haben einen Hashtag eingerichtet, von dem wir hoffen, dass er um die Welt geht. Und der Hashtag heißt Trace the Bass. Auch wenn er verschwunden bleibt, ist dieser Beatles-Bass das wohl bekannteste fränkische Musikinstrument des 20. Jahrhunderts.